Was ist denn das? Wieso liegt denn da ein Handtuch? Hallo, grüß euch. Jetzt hören Sie mal, junger Mann. Was denken Sie, wieso ich hier mein Badetuch platziert hatte, ne? Ja, was kann denn ich dafür, wenn Sie Ihren Fetzen da einfach liegen lassen? Hallo, grüß euch. Danke fürs Einschalten. Ja, die Deutschen. Aber eins muss man ihnen lassen. Die Deutschen sind organisiert. Die Deutschen sind korrekt und deswegen schauen die deutschen Medien vielleicht jetzt ein bisschen genauer hin in der Pandemie, ob diese ganzen Maßnahmen zahlen- und evidenzbasiert sind. Schauen wir mal. Kommt im Herbst das Killer-Virus, wie der Gesundheitsminister prophezeit? Was haben die massiven Grundrechtseinschränkungen gebracht? Lockdown, Schulschließung, Ausgangssperre. Welchen Nutzen, welchen Schaden? Von Verantwortlichen öffentlich immer das gleiche Mantra. Wir sehen, dass also die Kontaktmaßnahmen, die wir in Deutschland noch am Platz haben, wirken. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, wirken. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, wirken. Ja, beim Klabauterbach wird es einmal richtig kalt. Sein Geisteskranker. Deutschland tappt weiterhin im Dunkeln. Man hat sich sehr auf Plausibilitäten, auf Infektionsrisiken, auf eben Masken sind davor und deswegen schützen sie, verlassen. Die Maske wird wiederkommen. Also man soll sich bitte nicht in die Zone hingehen. Das ist eine dauerhafte Abschaffung der Maskenpflicht. Das geht sich nicht aus. Und hat sich sehr relativ wenig, insbesondere in Deutschland, um die Evidenz, wie wir das nennen, gekümmert. Man hätte wissenschaftlich genauer hinschauen können, zum Beispiel als Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern die Hotspot-Karte zogen. Hotspot heißt bei uns Wien. Einmal drüber schlafen, vergessen. Es gibt da durchaus unterschiedliche Zugänge, das ist legitim und kein Beinbruch. Ab Anfang April galten nur dort schärfere Maßnahmen. Doch die Infektionskurve verglichen mit dem Rest des Landes verlief verblüffend ähnlich. Die Regionen, in denen Hotspot-Regelungen dann eingeführt worden sind, im Vergleich zu denen, wo das nicht gemacht wurde in den letzten Monaten, sind letztlich von den Infektionszahlen ungefähr vergleichbar. Das heißt, man kann daraus ablesen, dass viele Maßnahmen letztlich wenig gebracht haben, querstrich überzogen waren. Der deutsche Retter von Maßnahmen, wir in Österreich, haben einen pausierten Impfzwang. Wir wissen nicht, was das Virus noch mit uns vorhat und dennoch möchte ich an dieser Stelle tatsächlich dazu aufrufen, bitte lassen Sie sich impfen, diese Impfung wirkt. Vielen Dank. Entschuldige, dass ich unterbreche. Mir ist das nämlich unklar. Laut Infektionsschutzgesetz soll die Wirksamkeit der Pandemiebekämpfung bis Ende Juni wissenschaftlich untersucht werden. In einem internen Schreiben von Lauterbach an die Parlamentspräsidentin bittet ausgerechnet der zuständige Minister, der den Erfolg der Maßnahmen öffentlich anpreist, um die Verschiebung des Termins. Grund sei, dass Daten, die detaillierte Aussagen über die Wirksamkeit zulassen würden, nicht oder nur in sehr beschränktem Maße vorlägen. Wow. Ich glaube mich tot. Das ist im Schießen komisch. Wir können Maßnahmen nur dann treffen, wenn wir belastbare Datengrundlagen haben. Das ist auch verfassungsrechtlich ein sehr, sehr hohes Gut. Und jetzt quasi in den dritten Herbst hineinzulaufen, der Bundesgesundheitsminister sagt, wir hätten nicht genügend Daten. Gleichzeitig wird aber auch nichts getan, um diese Daten zu generieren, was ja möglich wäre. Das ist schon leicht absurd. Wer infiziert sich wo? Welche Vorteile haben Maßnahmen? Wer infiziert sich wo? Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, wo Abstände nicht eingehalten werden, eine Maske zu tragen. Ich jedenfalls werde das tun. Ob das faktenbasiert ist? Nachteile. Wie hoch sind die Kollateralschäden? Deutschland bleibt nur der Blick über den Tellerrand. Es gibt ja eine Untersuchung über die verschiedenen Maßnahmen in den verschiedenen Ländern und da ist Deutschland im Mittelfeld, nicht ganz weit vorne. Andere Länder, die nicht so einschränkende Maßnahmen vorgenommen haben, wie beispielsweise Schweden, schneiden nicht schlechter ab. Man darf nicht vergessen, die Schweden sind ein ganz harter Brocken.
Trotz Datenmangel publiziert das Robert-Koch-Institut jede Woche einen Bericht zur Corona-Lage. Darin enthalten eine Tabelle über die Infizierten. Doch seitdem die mit Abstand größte Gruppe die Geboosterten sind, werden diese Zahlen nicht mehr veröffentlicht. Das RKI, das dem Gesundheitsminister unterstellt ist, schreibt stattdessen, diese Daten seien nicht geeignet, um die Wirksamkeit der Impfung einzuschätzen. Beim Amtsantritt betonte er, wie wichtig wissenschaftliche Erkenntnisse seien. Die Gesundheitspolitik aus meiner Sicht kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie sich in der Wissenschaft verankert findet, in der evidenzbasierten Medizin. Das ist so. Unzureichende Daten, kaum Erkenntnisse über Wirkung und Nebenwirkungen von Corona-Beschränkungen. Noch immer stolpert Deutschland durch die Pandemie. Aber nicht, dass der ZDF da jetzt als Schwurbler-TV hingestellt wird. Aber ja, das deutsche Fernsehen fängt da jetzt an, ein bisschen nachzufragen, ein bisschen genauer hinzuschauen. Wie ist denn das bei uns in Österreich? Ist das evidenzbasiert? Was sagt man denn uns? Kommt die Maske wieder zurück? Ja, die FFP2-Maske wird wieder zurückkommen. Laut Gesundheitsminister Rauch ist die Aufhebung der FFP2-Maskenpflicht nur vorübergehend. Eine dauerhafte Abschaffung ist zum derzeitigen Moment nicht möglich, weil davon auszugehen ist, dass die Infektionszahlen im Herbst mit der nächsten Welle wieder ansteigen werden. Was ist mit der Impfpflicht? Die Impfpflicht wird weiterhin ausgesetzt. Sprich, es gibt derzeit keine Verpflichtung, sich impfen zu lassen, weil es aufgrund der derzeit niedrigen Infektionszahlen nicht verhältnismäßig wäre. Gesundheitsminister Rauch und Verfassungsministerin Edtstadler appellieren jedoch weiterhin an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen, um vor schweren Verläufen geschützt zu sein. Man muss sich das natürlich anschauen und ich sage Ihnen ganz offen, wenn wir wüssten, was sozusagen im Herbst auf uns zukommt, dann wären wir wahrscheinlich beide nicht in der Politik, dann würden wir als Hellseher mehr verdienen. Aber ich weiß es nicht und wir wissen es alle nicht und deshalb versuchen wir unser Möglichstes, uns auch hier heranzutasten, um den Schutz der Bevölkerung, aber vor allem auch das Aufrechterhalten der Gesundheitssysteme gewährleisten zu können. Das ist eine demokratiepolitische Zumutung, ich weiß das. Und auch dafür möchte ich mich im Namen der Regierung bedanken. Ich glaube, was Sie da erzählen, glaube ich, ist für die Würste. Dankeschön. Ja, in Österreich läuft es heute alles ein bisschen anders. Da ist das alles gemütlich, da sieht man das Ganze sportlich. Jetzt siehst du mal, Ösi, wie dufte die Deutschen sind. Und jetzt verdufte okay, ich hier von meinem Platz. Okay, ich gehe ja schon. Aber wenn ihr mir einen Gefallen machen wollt, abonniert den Kanal, liked und lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen. Grüß euch. Ja, Deutscher, jetzt hast du einmal die Pappen aufgerissen. Schauen wir mal, was passiert. Schauen Sie, meine Herren, da können Sie sagen, was Sie wollen gegen die Deutschen. Eines muss Ihnen der Neid lassen, Sie haben halt doch die Organisation.